Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem kleinen Talk mit Missgeschick, mit Malheur, das mir passiert ist und mit Hintergrundgespiele in Vampire Survivals. Ich habe mir noch was erspielt, das mir noch gefehlt hat. Ich musste noch so einen Sarg freikämpfen und da dachte ich mir, das mache ich für die Aufnahme. Perfekt, Alter, da kriege ich eine neue Figur. Sweet. Also, ich habe auf Discord ja schon so minimal angeteasert, dass etwas geschehen ist. Vorletztes Wochenende hatten wir ja einen Mini-Urlaub geplant und eben auch durchgezogen, bei dem ich mit der Familie unterwegs war. Ihr wisst ja, da konnte ich freitags nicht reinstreamen, weil wir eben ja schon Freitagmorgens gefahren sind. Und an diesem Morgen ist zum Glück mehr oder weniger was echt Dummes passiert, beziehungsweise plötzlich aufgefallen. Es geht dabei um unsere Haustür. Die hat schon seit ein paar Monaten irgendwie so komisch gesponnen. Das hätte ich auch direkt natürlich zum Anlass nehmen sollen, mir das mal anzugucken, das Schloss mal auszubauen und zu gucken, was da vielleicht vor sich geht. Auf jeden Fall war es so, dass wenn man sie abgeschlossen hat, man konnte sie klack, klack zweimal abschließen, dass das Schloss zweimal reinfährt, beziehungsweise der Riegel oder wie das Ding eben heißt. Und beim Aufschließen war es oft so, man hat einmal klack gemacht und dann war er schon ganz drin. Dann nochmal, dann war es schon offen. Was ein bisschen merkwürdig war. Ja, ich weiß. In dem Moment, ich gebe euch direkt den Tipp, in dem Moment solltet ihr direkt nachgucken oder nachgucken lassen. Denn wenn ihr das nicht macht, kann Folgendes passieren. Es war Freitag, ich glaube 11 Uhr oder 12 Uhr, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir haben uns fertig gemacht, um eben zu fahren. Wir wollten schön, ja, um diese Mittagszeit, um die frühe Mittagszeit fahren, weil unsere kleine Tochter dann im Auto pennt. Und das wäre halt perfekt, ne, also schlafendes Kind im Auto, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es ganz gut ist. Wir waren eigentlich schon mit allem fertig. Ich bin dann so jemand, der halt noch dann durchgeht und überall den Strom ausmacht und guckt, ob alles sicher ist und kann jemand einbrechen. Nein, und hin und her und lirum larum, ne? Hab das Haus gesichert, meine Frau stand schon unten am Auto und hat die Augen gerollt. Und als ich dann mit allem fertig war, wollte ich noch kurz unten in die andere Wohnung rein und irgendwas rausholen, glaube ich, oder nach der Post gucken. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall war ich dann unten drin und geh hoch, will den Schlüssel hier oben ablegen, schließ auf, hampel hier ein bisschen rum und schließ wieder zu und geh runter und dann fällt mir auf, ich habe den Schlüssel gar nicht abgelegt. Ich habe irgendwas anderes geguckt, aber nicht den Schlüssel abgelegt. Also stapf ich wieder hoch und ich saß schon im Auto. Also ich habe im Auto gesessen und festgestellt, der Schlüssel ist ja noch in meiner Tasche, den will ich nicht mitnehmen, also gehe ich nochmal hoch. Und in diesem Moment, als der Schlüssel ins Schloss reinging und ich die erste Drehung, also in die Richtung jetzt nach rechts gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, irgendwas ist komisch, irgendwas stimmt nicht. Und es macht klack und klack und ich dachte, oh, okay, diesmal hat zweimal zuschließen wieder geklappt, beziehungsweise zweimal aufschließen. Mit dem dritten Mal geht's auf, klack und ich dachte, und dann habe ich weiter klack, klack. Also ich konnte nach rechts, nach auf unendlich lange drehen, dadam, 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 die ganze Zeit. Aber die Tür ging nicht auf, nein, nein, es hat sich nichts getan. Innen drin hat man immer wieder ding, so eine Feder springen gehört oder sowas ähnliches wie eine Feder, irgendwas, was eigentlich in was reingreifen soll, aber nicht richtig greift und dann einfach übersprungen wird, dring, die ganze Zeit. Und dann stand ich da und meine Frau unten schon so, was machst du da oben jetzt, ne, wir wollen jetzt fahren. Und ich habe es dann noch ein paar Mal versucht und habe dann die Tür an mich rangezogen, hochgehoben und rumgerüttelt beim Aufmachen und gehofft, dass es nur noch der Schnapper ist, der hängt und die Tür nicht aufgehen lässt, ne? Dass man nur ein bisschen rüttelt und dann greift es vielleicht doch genug, dass ich aufmachen kann. Aber nein, das hat nicht funktioniert. Und dann gucke ich zu ihr runter und sage, die Tür geht nicht mehr auf. Und sie, oh, das gibt's doch jetzt nicht. Alles war im Auto, Kind war im Auto, meine Frau, ich saß ja schon, wir saßen schon drin. Und ja, dann hatten wir den Salat. Die Tür geht nicht auf. An einem Freitag, zum Glück, Glück im Unglück, an einem Freitag gegen Mittagszeit. Eigentlich, also ich habe am Ende gesagt, es hätte nicht besser laufen können, theoretisch. Ich wollte natürlich nicht kampflos aufgeben, also habe ich es immer wieder versucht, weil ich mir so sicher war, dass der Schnapper, ich nehme an, so heißt das Teil, ne, dass die Tür eben schlussendlich zuhält, ohne dass man zuschließt. Ich dachte, der springt und irgendwann, wenn ich es schaffe, zu ziehen und zu drücken und da, dass es dann aufgeht. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Und nach ungefähr so 7-8 Minuten habe ich mich geschlagen gegeben und dann eben beim Schlüsseldienst angerufen. Der kam auch ziemlich direkt. Also ich habe mit einer Frau gesprochen und sie hat gesagt, ja, er ist gerade unterwegs, sogar da in der Nähe und er kommt dann gleich zu Ihnen rüber. Dann habe ich gesagt, okay, optimal. Und dann hat sie auch nochmal gefragt, was halt ist. Und dann habe ich gesagt, ja, so, ich kriege die Tür nicht auf, es springt so komisch und hört sich komisch an. Und da hat sie schon gesagt, oh, das hört sich nicht gut an. Und ich habe gesagt, ja, das klack, klack, ich habe es so hingehalten, hört sich wirklich nicht gut an. Und dann habe ich aufgelegt und nach so 6-7 Minuten kam er auch schon, das war ultra flott. Also wir haben gerade die Kleine ausgepackt und in den Kinderwagen gesetzt, dass wir so ein bisschen, dass man eine Frau mit ihr im Kreis fahren kann und schon war er da. Und beim also er ist gerade ausgestiegen und wir sind dann gerade auf die Tür zugelaufen, dann habe ich ihm schon gesagt, was für ein Fehler vorliegt. Dann hat er auch schon so gesagt, oh,
Das ist aber irgendwie kacke. Naja, und er ist natürlich auch davon ausgegangen, dass nur der Schnapper hängt. Und hat mich gefragt, ob ich zugeschlossen habe. Ich habe gesagt, ja, ich habe zugeschlossen, zweimal. Und ich habe aber auch schon 40 Mal aufgeschlossen. Und er hat gesagt, na okay, mal gucken. Ne? Er hat dann eben versucht mit diesem so typisches, mit so einem Plastik, ne, wie dieser Kreditkartentrick. Die Tür aufgedrückt und angezogen und hin und her und hochgehoben und mit diesem Teil immer wieder durch den Schlitz, um den Schnapper zu erwischen und einfach aufzumachen. Und man hat aber schon gesehen, wenn er da hochgeruckelt ist, dahin, wo dann eben das Schloss ist, dass es da einfach überhaupt nicht mehr weiterging. Und er hat mich dann immer wieder so angeguckt und gesagt, oh. Also ungefähr so. Ja, und er hat gesagt, das sieht schlecht aus. Es wirkt so, als wenn das Schloss zu sei. Wenn ich so... Das hört sich aber nicht gut an, ne? Ja, aber ich bin davon ausgegangen, dass er das natürlich locker aufkriegt, weil er ist ja vom Schlüsseldienst, ne? Da macht er irgendwie schnibbel die Schnapp, zack, die Tür ist offen und gut ist. Händedruck, ne? Kurz mal in die Hände gespuckt, macht dann 5 Euro und das war's. Aber nein. Also ich wusste, dass der Dienst 75 Euro kostet. So pauschal. Ich glaube, für eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde 75 Euro, der Notdienst, so um den Dreh rum zumindest. Und ja, dann hat er da halt wirklich rumgerüttelt ohne Ende. Also es sah von meiner Seite so aus, als hätte er schon in den ersten 3 Minuten gemerkt, dass es nicht geht. Aber er hat trotzdem alles versucht, rumgehoben, hochgehoben und gerüttelt. Immer wieder kurz so stehen geblieben, die Türen geguckt so. Und dann wieder dran, ne, und hat richtig, richtig gearbeitet und versucht, das Ding da aufzuballern. Hat dabei festgestellt, dass der Henkel, der an unserer Tür ist, außen halt zum Ziehen und Schließen, dass der falsch rum ist. Der war nach außen, also nach links, zum Rahmen hin, dass man sich da auch immer wieder die Finger eingeklemmt hat oder einklemmen konnte. Das ist ganz selten passiert, aber ab und an schon. Und da hat er gemeint, das müssen wir dann auch direkt richtig machen. Das geht ja so nicht. Also da muss irgendwie der Vorbesitzer irgendeinen Kack gemacht haben. Wir haben uns auch schon gewundert, warum das so ist, aber haben da nichts dran geändert, weil es dann doch zu unwichtig schien. Ich habe ihm dann auch den Schlüssel gegeben, natürlich, und er hat immer wieder versucht aufzuschließen und dabei dieses Ding durchzuziehen. Dann habe ich den Schlüssel gedreht und er hat immer wieder mit seinem Teil versucht, also wir haben auch gemeinsam versucht, das aufzubekommen. Und es wollte aber partout nicht gehen und er hat gesagt, also im schlimmsten Fall, und danach sieht es ganz so aus, ist das Schloss zu, zweimal, klack, klack, und das muss jetzt aufgebrochen werden. Also nicht das Schloss, sondern die Tür. Und ich gucke so meine Frau an, ich gucke so runter, und sie hat es gar nicht gehört, sie ist im Hof rumgelaufen und ich gucke nach runter und denke, wir wollten eigentlich gerade fahren, das habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, wir wollten zwar gerade fahren, aber wir haben keinen Termindruck, wir haben es nicht eilig. Also ne, er kann so lange wurschteln, wie er eben wurschteln muss, es gibt keinen Druck oder sowas, einfach die Tür soll einfach wieder auf sein. Und ja, er hat gesagt, er muss das irgendwie aufbrechen, irgendwie aufstemmen, irgendwie muss er da mit Gewalt ran. Und dabei können Schäden entstehen an der Tür, große Schäden sogar, die Tür könnte kaputt gehen, komplett. Ne, und das hat meine Frau dann mitbekommen und dann so, okay. Und ich habe dann gesagt, ja gut, aber es muss, ne, ist blöd, aber es muss natürlich so sein. Die Tür muss ja wieder geöffnet werden. Ich kann ja nicht, und das ist für mich dieses Glück im Unglück gewesen, ich kann ja nicht am Sonntag nach Hause kommen, Sonntagabend, Sonntagnacht. Und stellt euch vor, ich hätte dann erst gemerkt, dass die Tür nicht aufgeht. Sonntagabend 20 Uhr oder sowas. Wenn du dann die Tür geht, du kriegst die Tür nicht auf und du weißt, du musst jetzt einen Schlüsseldienst rufen. Der muss abends da rumkacken. Hat kein Lager wahrscheinlich, worauf er zugreifen kann, wenn er dann irgendwas austauschen muss oder so. Du musst wahrscheinlich bis Montag warten. Also ich meine, gut, wahrscheinlich kommt, das ist alles viel teurer dann natürlich noch, ne? Also ein Riesenhaufen Scheiße ging zum Glück an uns vorbei, weil das an einem Freitag passiert ist. Zum Glück habe ich den Schlüssel vergessen. Das war wirklich nur wegen meiner Verpeiltheit mit dem Schlüssel. Die Tür war schon dreimal zu, gefühlt. Dreimal zugeschlossen und wieder aufgemacht, weil ich irgendwas vergessen hatte und noch rumgeguckt habe. Und zum Glück wollte ich ein viertes Mal hochgehen, um den Schlüssel zurücklegen, den ich fälschlicherweise mitgenommen habe. Also, naja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, dann hole ich mal das Werkzeug. Dann ist er runter und hat so eine riesen Brechstange geholt und so einen fetten Hammer. Und dann ging's los. Ne? Und was ich auch beeindruckend fand, er hat natürlich im Vorfeld schon zu mir gesagt, da können Schäden entstehen, sogar große Schäden. Und trotzdem hat er immer wieder... Er hat so angesetzt, ein bisschen gedrückt, dann wieder abgesetzt und hat immer so in sich reingenuschelt. Aber manchmal habe ich dann gehört, wie er gesagt hat, ich kann doch die Tür jetzt nicht kaputt machen. Ich kann doch jetzt die Tür nicht kaputt machen. Der war richtig fertig, weil er die Tür kaputt machen musste. Wohl, scheinbar, ne? Und er hat alles Mögliche versucht. Er hat dann mit dem Brecheisen so ein bisschen die Tür so minimal. Also das ist, wir haben eine ultra fette Holztür. Das ist alles richtig dickes, schweres, altes Holz. Also auch nicht einfach so pff, auf und rein da und dann neue Tür rein, sondern... Das ist massiv. Ne? Hätte ich selbst nicht gedacht. Auch vor allem, dass unser uraltes Kackschloss und auch innen drin das Teil am Holz, da wo das Schloss eben reinschließt, ich weiß nicht, wie das heißt, Schließblech wahrscheinlich. Das ist so ein Blech und da schließt das Ding rein. Schließblech. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so viel aushält. Und er hat das halt dann aufgebogen und dann oder aufgedrückt und hat immer wieder versucht, mit seinem komischen Kärtchen die Tür aufzumachen. Aber man konnte irgendwann sehen, dass das Schloss komplett zu ist. Und dann hat er halt gesagt, ich
ich muss das jetzt komplett aufroppen. Und trotz dessen hat er dann 3 Minuten später wieder so, er hat gerade die Tür angehoben und rumprobiert und wieder mit dem Schlüssel gemacht und so, weil er gehofft hat, dass es halt noch greift. Es hätte ja nur zweimal greifen müssen. Dann wäre es ja schon eigentlich erledigt gewesen. Dann wäre das Schloss klack, klack offen und dann hätte man mit der Karte ansetzen können und problemlos reingehen können. Aber das ging nicht. Und immer wieder stellt er sich wieder hin, legt alles ab und macht so, ich kann ja die Tür doch nicht kaputt machen. Fand ich schon fast putzig halt, dass er sich so gesorgt hat um die Tür, ne? Obwohl ich ihm das Go gegeben habe und ihm gesagt habe, wenn alles kaputt geht, dann ist es halt so, ne? Dann müssen wir jetzt, dann kaufe ich halt später noch eine neue Tür und kann halt dann erst fahren. Was soll's? Und dann hat er es tatsächlich geschafft, dass er die Tür an einem gewissen Punkt ein Stück weiter unten unterm Schloss angesetzt und hat er wohl dann endlich einen guten Grip gehabt. Er hat schon echt viel versucht und man hat auch schon Macken im Holz gesehen und er drückt wie so ein Ochs und dann sieht man, dass es weiter aufgeht als sonst, diese paar Millimeter, die ganze Zeit aufgingen und du hast innen drin auch so ein gehört. Es klang so ein bisschen wie Holz, das zerbricht, aber auch wie Metall sich zerbiegt. Dann hat er ungefähr so einen Spalt offen gehabt, ne? Und hat dann nochmal so, hat die Tür aufgedrückt, dann reingeguckt und gemeint, ja, da sieht man's. Und dann hat man halt das Schloss halt nochmal richtig gesehen, wie es einfach voll zu ist. Dann stand er wieder da und gesagt, er muss es jetzt rausbrechen. Zumindest das innen drin. Dieses ganze Ding wird dabei rausbrechen oder zumindest rausgebogen werden, dieses Schließblech, damit wir reinkommen. Und dann hat er aber direkt einen Schraubenzieher aus dem Auto geholt und konnte das Blech, das was er gesehen hat, zumindest schon mal abschrauben, diese Blende. Und hat dann schlussendlich nochmal mit 1-2 Rucken die Tür offen gehabt. Und dann hast du halt innen drin das Blech gesehen, das hing noch innen an 2 Schrauben, war so einfach weggebogen. Und das Schloss sah sonst eigentlich ganz gut aus, auch dieser Kolben da drin, also das Schloss halt, das was da rausfährt, sah auch noch gut aus, nicht irgendwie großartig verbogen oder sowas. Aber ja, innen drin sah schon wüst aus, also das Holz war halt auch zum Teil rausgebrochen, die Schrauben, die hingen nicht mehr richtig drin. Kaum zu glauben, dass das uralte Ding halt trotzdem, dass es alles so gut hält. Ich dachte immer, man könnte theoretisch viel einfacher, also es wäre einfacher einzubrechen, aber wenn jemand abschließt, dann ist es, ich meine, zu Recht halt schwierig. Zumindest an der Haustür, ich meine, dann gehen die Leute wahrscheinlich meistens an die Gartentür oder so und machen da auf. Dann war es offen. Und dann hat er das alles Stück für Stück ausgebaut und angeguckt und hat halt eben gesagt, das Schloss ist komplett hinüber. Also er hat gesagt, so einen Ausfall hat er ganz, ganz, ganz selten, dass ein Schloss überhaupt nicht mehr funktioniert. Meistens ist es dann doch irgendwas im Zylinder selbst und dann kann der den rausbauen und da irgendwas machen und dann die Tür aufmachen. Aber der Zylinder war noch vollkommen intakt. Wir haben den jetzt auch immer noch in Benutzung. Also wir haben ein brandneues Schloss bekommen, aber eben den alten Zylinder noch drin. Also unsere Schlüssel gehen auch noch, weil der tadellos ist. Nur das Schloss war kaputt. Das war schon ganz komisch. Also ihr habt es ja vorhin schon wahrscheinlich halt mitbekommen oder mitgehört, dass ich sehr auf Sicherheit fixiert bin. Vielleicht auch stärker als andere, das mag sein. Und die Tür zu sehen, wie sie einfach da jetzt komplett offen steht, ohne einen Mechanismus. Man konnte sie einfach zuziehen und wieder aufdrücken und da war ja nichts, überhaupt nichts. Also man konnte auch an gewissen Stellen, da wo eben die Metalle durchgingen, einfach durchgucken. Das war schon eklig. Und mit dem Wissen oder Gedanken, dass ich ja auch eigentlich gleich weg will oder gleich weg muss, war das doppelt und dreifach eklig. Also ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich kann nicht weg, wenn das nicht fertig ist. Sie hat gesagt, wir könnten ja vielleicht meinen Vater anrufen, dass er rüberfährt und das alles beaufsichtigt, während wir weg sind. Also es ist nicht so, dass ich meinem Vater nicht vertrauen würde, aber ich muss mit eigenen Augen sehen, dass es fertig ist, abgeschlossen ist und dass man da nicht einfach reinkommt. Naja, und dann ging es noch darum, dass dieses Schloss, so wie es eben war mit den Abmessungen und sowas, fast normal ist, aber nicht ganz. Also eine gewisse Besonderheit hat und er hat gesagt, es kann sein, dass er da nicht sofort ein Schloss auf Lager hat. Und da habe ich auch noch gedacht, Gottes Willen, shit, das gibt's doch nicht, ne? Also ich hoffe, dass er das hat. Dann hat er ein paar Anrufe gemacht und hat dann gesagt, gute Nachrichten, er hat das Teil am Start, ne? Hat direkt auch diese Notfallsituation abgebrochen. Er hat gemeint, sonst wird es nur zu teuer werden, ne? Er hat gesagt, wir machen jetzt einfach diese eine Stunde oder diese halbe Stunde Notfall mit dieser üblichen Gebühr von x Euro und danach macht er normal auf Rechnung den Rest, den er jetzt macht, weil sonst hätte ich diesen Notfall immer noch dabei. Also das ist auch ein ultra korrekter Mann, also richtig nice. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht immer so macht, das weiß ich jetzt nicht, aber es klang zumindest für mich gut. Dann ist er losgefahren und hat auch, ich glaube 10 Minuten, 15 Minuten war er wieder da und hat direkt alles gehabt und hat es auch wieder eingebaut. Hat das Holz, das gesplitterte Holz ein bisschen bearbeitet und hat auch das Ganze, ich habe zu ihm gesagt, bei dem Blech kann man ja dann einfach ein größeres Blech nehmen, das oben ins gesunde Holz reingreift und das hat er auch gemacht. Und dieses Blech wurde dann von ihm auch direkt so verschraubt, dass es nicht nur, ich glaube, innen drin 3 und außen 2, sondern es hat irgendwie innen 4 und außen 4 oder sogar 5 gehabt. Also er hat gemeint, als er fertig war, hat er gesagt, so wie das jetzt ist, kriegt man das nicht mehr beim doppelten Abschluss einfach so auf, ne, weil er das so fett da reingebombt hat. Und das neue Schloss war auch nochmal einen Ticken größer und insgesamt
Das sah natürlich ultra geil aus, jetzt da ein neues Schloss drin zu haben. Für mich als Sicherheitsfanatiker, ganz klar. Und dann war alles auch schon wieder rum. Ne? Und dann war es fertig. Dann habe ich gesagt, so, das war's. Die Rechnung kommt. Das waren gerade mal 100 Euro. Also ich habe mit mehr gerechnet. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe mich aber überhaupt nicht ausgenommen gefühlt. Also weil das, ich dachte, das kommt mit 200 Euro oder noch mehr. Aber ja, 100 Euro. Dann noch im Nachhinein halt als Rechnung für den Einbau und für die Teile. Das war schon, finde ich, es fühlt sich so an, als wenn es vollkommen im Rahmen wäre. Aber mir fehlt der Plan, um das vergleichen zu können. Und jetzt haben wir ein brandneues Schloss und an diesem Tag konnten wir dann ab dem Moment, als das Schloss drin war, bedankt und ciao ciao, dann ist er gefahren, konnten wir dann auch in Ruhe halt gehen. Ich habe natürlich das Schloss noch schön getestet, ne, von innen nochmal klack klack klack, von außen klack klack, und wie Butter geht das Ding einfach zu. Und vor allem kann man die Tür jetzt auch wieder zuziehen und sie geht dann auch eben zu. Man muss die alte mussten wir richtig ziehen und kloppen. Ich nehme an, dann, das ist halt auch schon alles Anzeichen dafür, dass das Schloss kaputt ist. Und in Zukunft wird mir das eine, also das war mir eine Lehre. Es wird mir in Zukunft auf jeden Fall sofort das Zeichen geben, solche Probleme, dass ich, dass ich das Signal richtig deute und sofort das Schloss überprüfen lasse oder überprüfe. An sich ist es kein Hexenwerk. Also wir haben schon diverse Male bei anderen Türen Schlösser getauscht, auch bei Haustüren. Das ist eigentlich kein Ding, wenn die Tür offen ist. Aber wenn sie halt verschlossen ist, ist es ein Riesenhickhack. Ein Riesenhickhack. Holy, holy shit. Ja, das war es soweit. Also wie gesagt, als es fertig war, konnten wir einfach in den Urlaub fahren. Dann war alles gut. Und dieser Stress und Ärger war weg. Und wir waren nur, ich glaube, 20 Minuten nach den anderen da, wobei wir aber auch die Ersten gewesen wären. Wir wären eigentlich schon ein gutes Stück vorher da gewesen und dachten, wir gehen schon mal aufs Zimmer, die Kleine kriegt direkt halt ein bisschen Milch und sowas und wir chillen erstmal, aber ja, dann waren wir halt die Letzten, was soll's. War trotzdem ein guter Urlaub und diesen Freitag haben wir dann mit einem leichten Schreck dann doch gut rumbekommen. Also, ja, wenn die Haustür einfach offen ist, beziehungsweise wenn die Haustür einfach zu ist und du nicht rein kannst, das ist schon wirklich richtig, richtig ekelhaft. Obwohl du den Schlüssel hast, ne? Also ich habe schon ein, zwei Mal bei Nachbarn geholfen, die sich ausgesperrt haben. Und da musste ich dann irgendwo durch ein kleines Fenster, also vor allem halt noch als Kind, durch ein kleines Toilettenfenster reinkrabbeln und denen aufmachen, weil sie halt die Tür zugezogen haben und keiner Schlüssel dabei hatte. Das ist aber wieder was ganz anderes, als wenn halt das Schloss zu ist und jemand aufbrechen muss. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, diese Story ist allen vielleicht, die da jetzt nicht so ein Auge drauf haben, eine kleine Lehre. Vielleicht habt ihr da jetzt eher ein Auge drauf. Und wenn ihr feststellt, dass eure Schlösser irgendwie rumspinnen, dann lieber mal danach gucken. Ausbauen, reingucken oder reingucken lassen. Sowas kann man sicherlich auch einfach zum Schlüsseldienst bringen, nehme ich an, dass die sich das mal angucken. Das weiß ich nicht genau, aber ich gehe einfach davon aus. Vielleicht habt ihr auch jemanden bei euch im Freundeskreis, der sich mit sowas auskennt. Wie gesagt, das war jetzt auch nicht sonderlich teuer. Wenn man da anruft und sagt, hey, Ich hätte da mal eine Frage zu dem Schloss, kann da vielleicht jemand vorbeikommen, dann ist es bestimmt auch noch lange nicht so teuer wie bei einem Notfall, wenn jemand ausrücken muss, also insgesamt kann man das bestimmt checken lassen und dann kann man sich sowas auf jeden Fall sparen, würde ich sagen. Also ich spare mir sowas in Zukunft zu 100%. Dann bedanke ich mich jetzt hier bei euch fürs Zusehen bzw. Zuhören. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier zugeschaut haben. Ich denke, die meisten wird das Spiel im Hintergrund nicht so extrem interessieren, also obwohl, naja, die mir zu dem Spiel geraten haben, die gucken da vielleicht rein. Das war von mir auch ein ganz neuer Build, also von meiner Seite aus. Ein Build mit dem Poe, den ich da gespielt habe. Den spiele ich ganz, ganz selten. Und ja, danke für alles. Natürlich auch danke für die Kommentare, für die Likes. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ihr wisst ja, wann ich streame. Wenn ihr das nicht wisst, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da steht's drin, ne? Dann haut doch mal rein. Bis dann. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.